die helfen, was zu verstehen. Und mir ist in letzter Zeit begegnet, die Unterscheidung in dieser Identität, habe ich eigentlich eher die Mentalität und Welt eines Angestellten, eines Freiberuflers, eines Unternehmers oder eines Investors. Ich war immer schon eher der Freiberufler- bis Unternehmertyp. Und deswegen habe ich immer allen Leuten geraten, es gibt nichts Schöneres als Freiberufler oder Unternehmer zu sein. Und habe lange gebraucht zu merken, das ist nicht für jeden das Richtige. Es gibt auch Menschen, die wollen ihren Rahmen, die wollen dort natürlich auch kreativ ihren Part spielen. Aber jetzt in den heutigen arbeitsrechtlichen Begriffen ist deren Welt die Welt des Angestellten, die Gesamtverantwortung ist nicht so sehr die ihre, schon ein Anschluss an die Gesamtverantwortung, aber sonst überlässt man das anderen. Das ist eine andere Grundmentalität, als wenn auch die finanzielle Verantwortung woanders ist für Umsatz und für all diese Sachen und man kriegt sein Gehalt. Es gibt eine relativ definierte Aufgabe, die man versucht, möglichst gut zu machen. Das ist beim Freiberufler dann schon anders. Der muss Beruf schon als Unternehmen ein bisschen zu betrachten, allerdings nur ganz in eigener Sache. Ich bin selbst Unternehmer meiner selbst. Dann kommt die finanzielle Verantwortung und all diese Sachen dazu. Plötzlich habe ich ein Verständnis von einem Markt, auf dem ich mich bewähren muss, den ich mich ankoppeln muss, wenn ich das nicht tue, habe ich einfach nicht genügend Aufträge. Aber ich brauche eigentlich nicht viel Organisation ohne außer einer relativ organisierten Persönlichkeit. Und das ist schon nochmal ein anderes Gestaltungsfeld, als wenn ich anfange, Unternehmer zu sein. Das heißt, ich entwickle Vorstellungen von Produkten, von Entwicklungen, von Märkten, von Strategien und stelle mir andere Menschen, die aber zum Teil andere Mentalitäten, andere Kompetenzen, andere Interessenslagen habe, die hole ich auf die Bühne, die müssen zu einem gemeinsamen Stück zusammengefügt werden, mit dem man das inszeniert, was ich unternehmen möchte. Und das hat ganz viele Dinge zur Folge. Je größer das Unternehmen wird, ich muss immer mehr Strukturen schaffen, ich muss relativ zuverlässige Prozesse schaffen, die alle verstehen, an die sich anschließen. Ich muss ein Verantwortlichkeitssystem schaffen, vieles kann nicht einfach irgendwie spontan jederzeit entschieden werden und. Und ich habe an mir selbst gemerkt, dass das eine andere Mentalität ist und eine enorme Entwicklungsarbeit. Dieselben Ideen, dieselben Kompetenzen aus der freiberuflichen Perspektive in eine unternehmerische Perspektive zu übersetzen. Als Unternehmer bin ich aber dann doch hauptsächlich der, zumindest der vorne den Karren zieht, der sich hauptamtlich dafür verantwortlich fühlt, dass die Sache in die Richtung geht und dass die Dinge zusammenlaufen. Und jetzt habe ich gemerkt, je älter ich werde, dass ich diese Funktion auch immer mehr abgebe an den Thorsten zum Beispiel, Geschäftsführer, und an die Mitarbeiter, und dass ich eher eine Mentalität entwickle, die ich eine Investorenmentalität nenne. Und das meint jetzt, Investor meint nicht unbedingt Geld. Investor meint, das ist jemand, der selbst nicht unbedingt die Sachen betreiben will, der aber eine Urteilsfähigkeit hat, der Marktkenntnis hat, der Ideen hat, wo Kraftfelder gebildet werden können oder schon vorhanden sind, wo es sich lohnt, Aufmerksamkeit selbst reinzuhängen, andere Leute, die kompetent und wichtig sind, darauf aufmerksam zu machen, da ist was, da würde es sich lohnen zu investieren. Und auf diese Weise, ohne selbst dann die Aktion, die daraus erwachsen, dann anzuführen oder die Strategien direkt zu entwickeln oder die Regie darüber zu führen, trotzdem die Sache im Auge behält, dass die Investition, dass die richtigen Leute unternehmerisch tätig werden, die dann vielleicht die richtigen Freiberufler und soweit notwendig auch die richtigen Angestellten zusammenholen, dass dort was geschieht. Und das hat mir ein bisschen was erklärt oder ganz gut beschrieben, meine Wandlungen. Jetzt habe ich das jetzt so als Phasenschema beschrieben,
hintereinander, aber natürlich sind es immer auch Steuerungsperspektiven, die gleichzeitig sein können. Also es kann jemand ein Freiberufler sein mit dem stark unternehmerischen und investorischen Sensorium und dann vielleicht irgendwann mal später wechseln. Macht das irgendwie einen Sinn? Also hilft euch das? Könnt ihr da auch ein bisschen was einsortieren in diese Art von Einteilung? Und das ist dann ja auch zum Beispiel, wenn ich in Gomera mit dem Franz Inders zusammenhocke und wir denken was aus, Mensch, das wäre klasse, da könnten wir was machen und so, dann müssen wir uns kurz verständigen, ob einer von uns das freiberuflich machen will, ich sowieso nicht, ich bin ja eher dabei, mich auszuklinken. Ob es einer von uns unternehmerisch angehen möchte, dann kann man den fragen, okay, du machst da was, wie könnte das aussehen? Oder ob wir beide darüber nachdenken als Investoren, dann müssen wir überlegen, ja, wenn das eine gute Idee ist, wen kann man denn da überhaupt mit befassen? Das sind also andere Art von Überlegungen, die sich daraus ableiten. So, dann würde ich jetzt, und das sollte aber jetzt nochmal Gelegenheit zu Fragen oder Beiträgen sein, bevor ich das mache, zu einem anderen Konzept zur Beschreibung von Persönlichkeit dann übergehen, nämlich, das kennen auch sehr viele und sehr viele finden es auch sehr charmant, nämlich die Theatermetapher. Aber jetzt zum bisherigen, gibt es da Fragen, Kommentare? Du hast gesagt, die vier Mentalitäten der Wirklichkeitsorientierung, oder die Frage ist, wie gehören die zusammen mit dem Drei-Welten-Modell? Ich habe am Anfang gedacht, diese vier Perspektiven wären quasi alle Teil der Organisationswelt. Du hast jetzt am Anfang aber gesagt, die Welten gehören zusammen. Heißt für mich, die beiden Modelle liegen quasi aufeinander. Das heißt also, jemand, der in der Organisationswelt Angestellter ist, ist ja nicht in seiner Privatwelt meistens, ich sag mal, dann der Macher und Drücker. Also, dass sich quasi die Persönlichkeit in all diesen, ja, in allen drei Welten manifestiert. Ist das richtig so? Was du jetzt versuchst, ist etwas, worauf wir später noch ausführlich kommen bei der Frage der Konzepte, Konzeptpolicy. Für den Moment würde ich es einfach nur so beantworten, dass ich sage, wir machen Konzepte, die zunächst einfach unabhängig voneinander sind. Die sind gar nicht ineinander übersetzbar. Und ich versuche auch gar nicht, daraus ein klar einander zuordnenbares Puzzle zu machen, sondern dass wir arbeiten da mit vielen kleinen Konzepten, die wenige Leitdifferenzen, die irgendwie Plausibilität haben, aufmachen, die uns helfen, über bestimmte Fragen nachzudenken. Und daneben können wir über dieselbe Sache auch im Drei-Welten-Modell nachdenken. Wir müssen das aber nicht unbedingt ineinander übersetzen und zu einem System machen, weil das normalerweise Erklärungsjumbos macht, die mehr Ballast bringen als Nutzen. Würde ich aber gern später dann nochmal, wenn es um die Konzeptpolitik geht, nochmal ausführlich darauf eingehen. Ist der Duktus, in dem ich hier erzähle, ist der, habt ihr das Gefühl, der stimmt? Da könnt ihr gut mitgehen? Gut. Bevor ich auf die Theatermetapher komme, vor kurzem ist mir plötzlich ein von manchen als etwas provokanter Spruch entschlüpft. Ich habe nämlich gesagt, Persönlichkeitsentwicklung ist zu wichtig, als dass wir sie dem Psychologen überlassen dürfen. Und wenn ihr eben das Drei-Welten-Modell der Persönlichkeit anguckt, dann ist das ja kein psychologisches Modell. Ja? Das ist ein Modell, bei dem auch natürlich psychologische Kenntnisse im Umgang damit interessant sind, aber es sagt zunächst mal, das ist der Mensch in seinen Rollen auf den Bühnen seiner Welten. Und mit welcher Fachexpertise ich diese Menschen in seinen Rollen auf den Bühnen und die Bühnen und die Welten beschreibe, ist damit nicht vordefiniert. Und das ist auch insgesamt mir ein wichtiges Anliegen, die Dominanz der Psychologie, zumindest in meinem Fall, der ich ja in mehreren Psychotherapieschulen ausgebildet bin und Lehrtherapeut viele Jahre war, die Dominanz der Psychologie zurückzunehmen und
später würde ich mal sagen, Coaches sind 10 Kämpfer. Also wir alle sind 10 Kämpfer. Wir brauchen eine angemessene Distanz zu den einzelnen Fachdisziplinen, aber auch eine angemessene Kenntnis. Aber wir haben eine eigene Würde, dass wir auswählen, was wir wann, wie zusammenfügen, weil es nicht gut wäre, die ganzheitliche Welt dann ganz in das Kraftfeld einer Erkenntnisperspektive zu ziehen. Dann, sonst würde nämlich das geschehen, was ich Kulturinfektion nenne. Das heißt, die Lebensverständnis einer Fachdisziplin beginnt plötzlich überwertig dominant zu werden für eine Lebenswelt, wie zum Beispiel einem Unternehmen. Wenn das keine psychologische Beratungsstelle ist, darf das dort nicht die dominante Fachdisziplin sein. Und dann haben wir sehr oft mit Menschen zu tun, die nur begrenzt Interesse daran haben, jetzt sich mit der Frage, was ist eigentlich Persönlichkeit, mit Persönlichkeitsmodellen, mit der Logik von Rolle und sowas zu befassen, sondern die wollen einfach ein paar Sprachfiguren, Verständigungsmitteln, mit denen sie sich untereinander über das unterhalten können, was wir dann Persönlichkeit nennen würden. Und da hat sich sehr bewährt die Theatermetapher. Ich weiß gar nicht, ob daraus hervorgeht, wann 2001, käme mir ein bisschen spät vor, könnte sein, dass wir das schon früher entwickelt haben. Die Zahlen stimmen manchmal nicht, weil wir oft sehr viel später dann erst offiziell veröffentlicht haben, als die Dinge entstanden sind. Manchmal können wir es gar nicht mehr genau zurückzuverfolgen, wann die Konzepte eigentlich entstanden sind. Dieses Modell beschreibt nun Persönlichkeit als Portfolio von Menschen in Wirklichkeiten und jetzt in der Welt des Theaters von Menschen gedacht als Spieler in Stücken auf den Bühnen des Theaters. Und wenn ich mich dann frage, wer bin ich, setze ich mich jetzt nicht hin und meditiere und versuche aus dem Äther zu erfahren, was mein eigentliches Sein und Wesensbestimmung ist, sondern ich frage mich, wenn ich mir den ganzen Tag zugucke, auf welchen Bühnen treibe ich mich um? Also ich bin der Hinterbühnentyp oder ich bin der Kamerabühnentyp oder ich bin die Bühnen, in denen ich die meiste Zeit verbringe oder die mir am wichtigsten sind, je nachdem, was das Kriterium ist, das sind bei mir die intimen Situationen 2, 3 Leute. Also Kleinkunst oder Experimentalbühnen. Nicht mit prunkvoller Ausstattung, sondern mit kleinen beweglichen Dingen. Das sind so die Bühnen, die ich mag oder auf die es mich zieht. Aber ich bin natürlich auch die Bühne, auf die ich mich bitten lasse oder auf die meine Ambitionen mich treiben. Und dann bin ich das, was ich lebe. Und das, was ich lebe, wird jetzt beschrieben in den Kategorien. Ich bin die Bühnen, auf denen ich meine Lebenszeit verbringe. Also es ist ein sehr Down-to-Earth-Ansatz. Nicht, was du fantasierst, wo du dich am tollsten findest, sondern wo du tatsächlich dein Leben verbringst. Und dessen Persönlichkeitsverständnis, das sagt, nicht handelt nach dem Motto, eigentlich bin ich ganz anders, ich komme nur so selten dazu, sondern das sagt, deine Persönlichkeit ist das, was du lebst. Und von daher ist es die Bühne, auf denen du lebst. Persönlichkeit ist aber auch das Thema, mit dem du unterwegs bist. Was sind deine Themen? Und jeder kennt es ja, wenn man einem Menschen 5 Minuten zuhört und merkt, dass zu den verschiedensten sachlichen Themen eigentlich immer wieder was Gleiches kommt, wie da ist aber Ungerechtigkeit gewesen, da muss sich aber jemand wehren, dann sagt man, dessen Thema ist die Rache der Entrechteten oder die Erhebung der Erniedrigten oder so. Und jeder Mensch hat so seine Themen. Zu meinen Themen gehört,
Lasst uns aufbrechen, die Zukunft ist verheißungsvoll. Und dann kann ich, und ich bin die Themen, die mich berühren, die ich vertrete. Interaktiv gesehen, ich bin auch die Themen, zu denen die anderen mich holen. Weil Persönlichkeit ist bei mir nie monolithisch gesehen, sondern ist immer auch ein sozialer Prozess. Deswegen ist das Konzept ja so, die Rollen auf den Bühnen in den Welten, in denen ich mich bewege. Ja, und dann zu den Themen, jetzt haben wir gerade die Erhebung der Erniedrigten. Das ist ein Thema, mit dem ich offenbar sehr viel befasst bin, aber eigentlich in welcher Rolle? Ja, und dann merke ich, also die Rolle, die ich dabei immer spiele, ist da, der sich die Brust aufreißt und der sich getraut, endlich mal Dinge, ob es passt oder nicht, zum Thema zu machen, der dann nachher rausfliegt, obwohl das Thema auf diese Weise gut vorangekommen wird. Oder spiele ich die Rolle darin, dass wenn dieses Thema auftritt, lasse ich erstmal alle lang diskutieren und dann sage ich was Tolles zum Schluss, dass es zusammenfasst und alle applaudieren mir. Also da hat jeder seine ganz typischen Rollen und ich bin das Portfolio der Rollen, die ich so den ganzen Tag lebe. Und das Gleiche kann man jetzt fortsetzen bei der Frage, in welchen Stories bin ich unterwegs? Also Story wäre jetzt in dem Fall, das unterscheide ich jetzt nochmal von Themen, wäre so der Fluss der Geschichte. Also ich bin eher in Stories so quick and dirty unterwegs. Oder ich bin in Stories, lange reift es, bis es dann zur Blüte und zur Frucht kommt. Oder lange reift es, bis es dann zur Blüte kommt, die dann abstirbt, weil es zu lange gereift hat. Also so, was sind so die typischen Verläufe der Geschichten, in denen ich tätig bin? Und als Organisationsberater wird man ja oft in typische Verläufe von strohfeuerartiger Aufbruch, eine Zeit lang, solange die Kameras noch laufen und die Beleuchtung noch an ist, wichtige Figuren auf der Bühne, Kameras gehen aus, alle wichtigen gehen und die anderen verwalten den Rest, bis es irgendwann abstirbt und alle sowieso auf die Nachbarbühne rennen, wo gerade die Kameras wieder angehen. Und wenn ich dann eine andere Idee habe vom Verlauf der Story, lass uns mal klein und ohne Kamera anfangen, zum gleichen Thema, mit den gleichen Rollen, dann kann sein, dass das mir liegen würde, es kann aber sein, dass ich die anderen nicht gewinne. Weil die haben andere Vorstellungen von Bühnen, von Verläufen, von Teilperspektiven dieser Inszenierungen. Und dazu gehört dann auch nahe verwandt wieder die Frage des Inszenierungsstils. Ich bin eher so ein Werkstatttyp. Ich lerne doch nach und nach mich auf den größeren Bühnen und im Stil dieser mit Charts und PowerPoint und gesetzteren Worten nicht so denkend und malend und erklärend unterwegs zu sein. Also insofern lerne ich schon dazu in der Ausweitung meines Stilspektrums. Aber mein bevorzugter Stil ist, ich sitze mit einem Kollegen oder einem Lehrtrainer am Tisch, Frühstückstisch, die wohnen ja immer bei uns. Und aus dem Gespräch entwickelt sich was und dann entwickelt sich eine Faszination und wir lassen den Tonband mitlaufen und schreiben dann auf und so. Das ist so ein Inszenierungsstil, der mir liegt. Ich mag es nicht sehr offiziell, also ich bin nicht der Typ für Bayreuth. Ich bin durchaus nicht abgeneigt, Heldeninszenierungen, wenn sie nicht übermäßig pompös sind und wenn sie eigentlich immer so ein menschliches Maß der Beteiligten gut erkennen lassen und der Mythos sich nicht so verselbstständigt, dass die Menschen dabei eigentlich nur Brennmaterial werden. Und eine wichtige Aussage von mir ist ja immer auch, wenn Menschen sich miteinander schlecht vertragen oder gut vertragen, hat es oft sehr viel mehr mit dem Stil zu tun als mit allen anderen Dingen. Also das ist ein etwas unbeachtete
eine unbeachtete Komponente der Persönlichkeit und der Begegnung. Aber wenn ihr Paare anguckt, das braucht ihr euch nur ins Straßencafé mal zu setzen, die Paare, die an euch vorbeigehen. Ne? Ihr seht sofort, die gehören zusammen und passen zusammen. Das ist der Kleidungsstil, das ist der Gangstil. Und wenn wir dann noch mit ins Schlafzimmer könnten, würden wir noch andere Stilkomponenten auch feststellen. Und auch da wissen wir, dass wenn die Inszenierungsstile ganz schlecht zusammenpassen, dann funkt's nicht so richtig miteinander. Also nochmal, Persönlichkeit, jetzt nicht beschrieben, wie es die Psychologie ja sehr gerne tut, also die psychotherapeutisch, psychoanalytisch orientierte Psychologie, beschreibt ja gern Persönlichkeit als das Produkt seiner Geschichte, besonders gern der frühkindlichen. Die Familientherapeuten beschreiben gern die Persönlichkeit als einen Brennpunkt im Interaktionsgefüge einer Familie. Und ich beschreibe eben, die jungsche Psychologie beschreibt Persönlichkeit als jemand, der auf dem Weg ist, etwas Unverwechselbares, was in ihm angelegt ist, in der Welt dem auch eine Form zu geben. Und ich beschreibe hier eben Persönlichkeit als ein Portfolio der Inszenierungskomponenten von Wirklichkeit, meiner Wirklichkeit. Und mein Leben ist eben dann das, was in Summe dabei rauskommt. Das müssen jetzt nicht die 5 Gesichtspunkte sein, das können mehr oder weniger sein, das ist auch wiederum eine pragmatische Einteilung. Das Tolle daran ist, dass ich, wenn ich mit dem Theatermetaphermodell arbeite, ich dem Klienten gar nichts groß erklären muss, weil alle Menschen diese Dimension sofort verstehen, wenn ich sie in Sprache kleide. Also wenn mir da jemand sagt, dass er sagt, er muss sich jetzt den Anzug da anziehen und dort präsentieren und es geht ihm gar nicht gut dabei, dann kann ich ihn fragen, ist es eher das Stück, das man da präsentieren muss und Leute bewerten das, ist das daran eher das Problem oder stimmt die Bühne nicht für Sie? Wäre es anders, wenn Sie auf einer kleineren Bühne oder auf einer größeren wäre oder umgekehrt? Jemand, den es langweilt, wenn nur 10 Hanseln da sitzen, der aber in Fahrt kommt, wenn 500 da sitzen? Oder der sagt, nee, das Problem ist eher die Story. Ich muss vortragen und kann mich nicht mit den Leuten abstimmen. Und nachher bin ich ihrer Bewertung ausgesetzt, ob das 3 oder 20 oder 500 sind, macht nicht den Unterschied. Oder ist eher das Problem, ich bin überhaupt nicht gern in der Rolle, der für etwas steht, was ja viele Menschen zusammen entwickelt haben. Ich fände toll, wenn das jemand anderer vortragen würde und ich wäre im Hintergrund, ich würde dem briefen, weil ich bin nicht so der Typ, der sowas kurz und knackig und überzeugend rüberbringt. Das heißt, wenn ich dann über Persönlichkeitsentwicklung nachdenke, kann ich nachdenken darüber, wo, wenn ich eine Änderung wünsche, wo ist die Änderung am effektivsten? Und die Leute suchen dann eine andere Rolle, obwohl die Rolle gar nicht schlecht wäre, nur die Bühne so groß. Oder sie suchen eine andere Bühne, obwohl die Bühne gar nicht schlecht wäre, wenn es ihr Stück wäre. Oder das Stück wäre gar nicht so schlecht, wenn das Thema, das ihnen am Herzen liegen würde, in diesem Stück auch genügend inszeniert würde und zur Geltung kommen würde. Das heißt, daraus kann sehr viel Spielmaterial entstehen, miteinander zu überlegen, an welcher Stelle können wir denn Veränderungen versuchen, um experimentell vorweg anzuspüren oder durch Experimentieren im wirklichen Leben danach, dann auch eine Ergänzung zu finden, bei der ich das Gefühl habe, hinterher ist es besser. Ich bin mehr bei mir, ich kann besser funktionieren. Und so ist es gedacht, dieses System. Und ich weiß nicht, viele haben diese Erfahrung wahrscheinlich auch im Raum, weil mit der Theatermetapher, mit den Komponenten arbeiten viele ja spontan, dass relativ unabhängig von der Bildungsschicht, es muss ja nicht, wenn wir an Theater denken, müssen wir ja nicht ans große Haus in Bayreuth denken, da können wir auch an die Comedy-Soap im RTL 2 denken und sagen so, wie ist das denn gelaufen und war das, Liebesfilme interessieren mich nicht, also es scheint nicht dein Thema zu sein, aber wenn es um Verrat und Rache geht oder um Verfehlung und Vergebung,
da schalte ich ein und so. Und wer in dem Stück liegt Ihnen am meisten und mit wem haben Sie eigentlich am meisten negativ zu tun? Und dann kann ich sofort sagen, und der, der so negativ ist, können wir den eigentlich aus dem Stück rausnehmen? Wäre es noch das gleiche Stück? Ah nee, das, den brauchen wir ja sonst. Ohne Verrat geht es ja nicht. Ne? Also das ist ja die Frage zum Beispiel von Walter Jens, die Rolle des Judas im Kreuzigungsdrama von Christus, wo wir immer gedacht haben, böse Judas, wenn der nicht gewesen wäre, wäre es gut gegangen, wäre gar nichts gut gegangen. Kein Mensch wüsste heute von irgendwas. Also Judas war der den Auftrag, einer von euch wird mich verraten, auf sich genommen hat. Also, und da kann man also in vielfältiger Weise auch spielen, um zu verstehen, wie müssen denn die Dinge zusammenspielen und wie, und dass für andere Menschen ganz andere Dinge als persönlich wichtig sind als für mich. Also das ist auch ein Medium, über das ich relativ leicht mehr verstehen kann, wie der andere tickt oder wie er versucht, durch Bewegungen seine Persönlichkeit besser zu positionieren oder zu entwickeln und sein Leben ein bisschen anders einzurichten. Aber es ist ein Persönlichkeitsmodell, zuerst mal. Und ein, könnte glaube ich zustimmen, ein nicht Psychologie geprägt ist in erster Linie. Dass man das, was dabei in der Diskussion wach wird und was die Leute miteinander auseinandersetzen, dass man das auch psychologisch deuten kann, ist eine andere Frage. Aber das Modell an sich ist neutral. Man kann es auch ökonomisch deuten, kräftehaushaltsmäßig, chancenmäßig von der Umgebung her und. Also das ist Persönlichkeit in Begriffen der Theatermetapher, Persönlichkeit als eine Abfolge von Wirklichkeitsinszenierungen, Persönlichkeit als das, was ich geworden bin durch das, was ich gelebt habe, oder Persönlichkeit als das, was ich sein werde, wenn ich so oder so meine Wirklichkeit weiter gestalte oder mich an Wirklichkeiten beteilige. Also insofern, ich empfinde es so ein Down-to-Earth-Konzept. Ich bin ja Transaktionsanalytiker, das wissen ja die meisten von euch. Und mir war immer sehr wichtig, weshalb ich mich eben als eine der wichtigsten meiner psychotherapeutischen Orientierung für die Transaktionsanalyse entschieden habe, weil das sagt, Eric Byrne gesagt hat, my concern is about real life situations, and real people. I never saw an it walking. Das war also so sein kleines Treten gegen die Psychoanalyse, was natürlich in den 60er Jahren, aus denen der Spruch stammt, noch eine andere Dynamik hatte. Aber er sagte, ein Es habe ich noch nie über die Straße laufen sehen. Und damit hat er eben gesagt, eine Psychologie ist auch viel demokratischer, auf Augenhöhe mit den Menschen, mit denen ich arbeite, wenn eine Psychologie mit Konzepten arbeitet, die der andere kontrollieren kann. Und er muss nicht sagen, ich werde schon recht haben, weil ich es ja nicht kontrollieren kann. Weil ob das stimmt oder nicht, kann der nur in seinen eigenen Berufszirkeln beurteilen, weil der redet von Sachen, die kann ich ja nicht beobachten. Ich müsste Psychoanalytiker werden, um mitreden zu können. Und da war ich immer schon in jeder Hinsicht für eine Evangelisierung aller Konzepte. Das heißt, ohne Vermittlung eines Priesters, der damit Weihrauch rumläuft, kann ich meinen Weg zur Erkenntnis finden. Ja, dann käme ich dann jetzt zu einem neuen Konzept. Sollen wir ein Päuschen vorher machen? Wäre das jetzt gut? Gut. Das waren jetzt erstmal so die, kann man sagen, die umfassenderen Persönlichkeitsmodelle. Und dann im Laufe der Zeit sind immer wieder Unterscheidungen aufgetaucht. Ich werde auch gleich erzählen, in welchem Zusammenhang oder worauf bezogen das war, die sich einfach als sehr nützliche Unterscheidung erwiesen haben, die ich dann gelehrt habe und bei denen ich gemerkt habe, dass andere auch unheimlich viel mitmachen können und die deswegen im Kanon
unserer Konzepte erhalten geblieben sind. Und eins davon ist die Unterscheidung zwischen Ich, Du und Ich-Es-Menschen. Ich mache das jetzt vereinfacht, als gäbe es Typen, aber ich möchte nochmal für alle Konzepte sagen, natürlich ist kein Mensch nur ein Typ, sondern das sind eigentlich Perspektiven, die bei Menschen mehr oder weniger dominant sein können, die aber auch bei Menschen in unterschiedlichen Kontexten sehr verschieden ausfallen können. Aber es ist einfacher eben, wenn wir so reden, als gäbe es ganz diese Typen. Und das ist ein Konzept, das zwei Bezüge hat. Das eine ist zur Logotherapie von Viktor Frankl. Da hatte ich mal einen sehr interessanten Aufsatz gelesen von Alfred Lengle, den ich auch sehr empfehlen kann, wenn sich jemand dafür interessiert. Und es hat einen gewissen Bezug zu Martin Buber, der sich ja mit dem Ich-Du, mit der Beziehung sehr viel befasst hat. Ich will ja vielleicht diese beiden hintergründigen Dinge kurz behandeln, bevor ich dann das mehr pragmatische Konzept, das ich dann draus gemacht habe, erklären. Der Viktor Frankl war ja der Meinung, dass ein Mensch eine Bezogenheit zu etwas in der Welt braucht. Er braucht einen Sinn. Und wenn ein Mensch einen Sinn empfindet, dann kann er relativ viel leisten und auch ertragen. Er selbst hat ja seine Konzepte in der KZ-Zeit entwickelt und hat gesagt, die haben überlebt, die für etwas gelebt haben oder für jemanden. Und die, denen das verloren gegangen ist, die hatten wenig Möglichkeit zu überleben. Und in dieser Darstellung von Alfred Lengle gab es eine ähnliche grafische Darstellung wie die, die gesagt haben, ein Mensch ist einerseits auf einen anderen Menschen bezogen, das ist eine Ich-Du-Orientierung, aber es gibt auch eine dazu ergänzende Ich-Es-Orientierung. Und es ist wichtig, dass die Menschen zu jemandem gehören und zu etwas gehören. In dieser Kombination. Und in dem Zusammenhang, weil mich das oft geärgert hat, also ich werde mich nachher als eher Ich-Es-Menschen mit Läuterungen Richtung Ich-Du outen. Was mich immer so ein bisschen geärgert hat, war, wenn der Martin Buber zitiert wurde von Wichtig ist du und ich, die Beziehung. Und dass jemand sich für eine Sache, für ein Anliegen interessiert, war da immer ein bisschen minderwertig in dieser Fehlinterpretation meiner Meinung nach. Ich verstehe aber Martin Buber so, dass Ich-Es-Beziehung, so wie er sie darstellt, meint seelenlose Beziehungen. Der andere ist ein Objekt. Du bist nicht ein Individuum, auf das ich mich beziehe, sondern du bist der Kunde, mit dem ich ein Thema abhandeln möchte und mit dem ich Umsatz machen möchte. Also das, was der Kant ja und viele andere schon angeprangert haben, wenn der andere nicht Subjekt ist, sondern nur noch Objekt. Und da wird dann entgegengesetzt, nein, es geht darum, eine seelenvolle Beziehung zum Gegenüber zu haben. Und Gegenüber kann ein Mensch sein, Gegenüber kann aber auch ein Anliegen, ein Thema sein. Also ich verstehe Buber nicht so, dass der dafür ist, dass die Menschen sich in der Beziehung sich selbst genug sind. Es ist sogar der Franke, der das geißelt. Der sagt, wenn Menschen sich selbst genug sind, werden sie sich selbst zum Schoßhündchen. Und dann wird die Bezogenheit aufeinander zum Schoßhündchen, das zwischen zwei Menschen auf der Couch sitzt. Also ihr merkt schon, ich habe eine gewisse Präferenz zu sagen, also diese Entartungen sind schlimmer als die Entartungen der Ich-Es-Menschen. Aber ich weiß, es ist einseitig. Man kann das natürlich genauso gut umgekehrt sehen. Ich will jetzt nur mal, ich habe daraus dieses Konzept von Ich-Du und Ich-Es-Menschen gemacht und das ist jetzt wichtig, dass es nicht die bubersche Terminologie ist. Also Ich-Es ist bei ihm eine
eine verdinglichte, seelenlose Beziehung und ich, du ist eine seelenvolle Beziehung, sondern ich meine in dem Fall, es ist ein Thema und du ist ein anderer Mensch. Ja, und da habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass Menschen manchmal eine sehr starke Erstorientierung haben, was ihnen wichtig ist in Beziehung. Und der Ich-Du-Mensch interessiert sich als erstes für den anderen Menschen und die mögliche Sympathiebeziehung zwischen dem und mir. Kannst du mir wichtig sein? Kann ich dir wichtig sein? Kannst du dich für mich interessieren? Ich mich für dich? Können wir zusammen was miteinander machen? Und wenn das geklärt ist, geht es wie im Nordbadischen, I love you and you love me. Laufen wir zusammen, wo laufen wir denn hin? Also dann überlegen wir, was kann das Dritte sein, auf das sich unsere Beziehung ausrichtet, in der Erkenntnis, dass wir auf Dauer uns gegenseitig nicht genug sein können. Bei dem Ich-Es-Menschen ist das ein bisschen anders. Der kommt in den Raum und sagt, ich interessiere mich für Organisationsentwicklung. Dann sagt ein anderer, ich interessiere mich für Coaching. Dann sagt der, ja, ich könnte mich schon auch für das interessieren, wofür du dich interessierst. Kannst du dich auch interessieren für das, wofür ich mich interessiere? Wir merken sogar, dass es Dinge gibt, für die können wir uns gemeinsam interessieren. Und wenn wir uns gemeinsam für was interessieren, dann ist das beziehungsstiftend. Dann gucke ich mir an, ob es mit dem geht. Also in der Theatermetapher gesprochen, der Ich-Du-Mensch sagt, wen hätte ich gern auf der Bühne? Und wenn die versammelt sind, was spielen wir denn? Der Ich-Es-Mensch sagt, ich möchte Shakespeare inszenieren. Wen kann ich dazu brauchen? Wer kann das? Und entsprechend sind dann, und beide haben dann von unterschiedlichen Seiten her kommen, gute Beziehungen miteinander, wenn es gelingt. Sie haben aber unterschiedliche Anlass, eine Beziehung als gestört wahrzunehmen. Der Ich-Du-Mensch beginnt eine Beziehung als gestört wahrzunehmen, wenn er nicht mehr sicher ist, ob er sich für den anderen noch so interessiert oder der andere sich für mich noch so interessiert, ob wir einander noch so wert und sympathisch sind. Und dann muss eine Beziehungsklärung her im Sinne von, ist was zwischen uns und können wir das wieder erneuern? Und so lange muss unser Interesse am Thema natürlich ruhen, denn Störungen haben Vorrang. Die Störungen sind für den Ich-Es-Mensch aber anderer Natur. Der sagt, in letzter Zeit habe ich das Gefühl, dass du zu dem, was wir da zusammen machen, nicht mehr das beiträgst oder dafür nicht mehr das Interesse aufbringst, das ich eigentlich verstanden habe, worauf wir uns geeinigt haben. Ich habe da jetzt eine Beziehungsstörung. Und ich möchte jetzt mal klären, ob wir uns neu ausrichten können auf etwas. Und wenn wir da wieder klar miteinander sind, dass wir wechselseitig wieder Interesse an unseren Themen oder an einem gemeinsamen Themen haben, dann geht es auch. Dann sind wir auch verträglich miteinander, das läuft gut miteinander. Das ist auch in der Regel zwischen Ich-Du-Menschen und Ich-Es-Menschen, sind zwar die Arten der Klärung, auch die Arten der Emotionen, die Arten der Themen und was wichtig ist, um wieder zueinander zu kommen, unterschiedlich, aber liegen in einer Dimension. Schwierig kann es werden, wenn ein Ich-Du-Mensch und ein Ich-Es-Mensch was zusammen machen. Und gleich und ungleich gesellt sich ja gern. Weil, wie Jung das meint, unsere Seele verlangt nach Ergänzung. Und die Ergänzung erkennt der Ich-Du-Mensch im Ich-Es-Mensch. Und umgekehrt. Das Problem ist, dass kaum hat man den gefunden, beginnt man, damit die Beziehung besser klappt, ihn umzuerziehen, dass er so wird wie ich. Was dann meist gewisse Beziehungsverwerfungen nach sich zieht. Ist die Beziehung dann erst, Ich-Es-Mensch sagt, wollen wir nicht ein Kind zusammen haben? Ich-Du-Mensch sagt, er liebt mich.
Ja, jetzt klappt es aber nicht mit dem Kind. Dann ist für ich es natürlich die Basis der Beziehung in Frage gestellt, für ich du gar nicht, weil er hat ja einen ganz anderen seelischen Kontrakt. Das ist jetzt also sehr aus der Privatsphäre geholt, man kann das auch auf Partnerschaftsbeziehungen von Kollegen sagen, machen wir was zusammen oder ich habe ein bestimmtes Produkt, das möchte ich entwickeln, interessierst du dich auch dafür? Sie haben also ein unterschiedliches Verständnis vom Kontrakt, wenn dann beide zum Schluss kommen, der Kontrakt stimmt so.